Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Beim letzten Mal haben wir, beziehungsweise wir befanden uns irgendwo hier unten in Firone und wollten dort Gedöns machen. Und dann habe ich jetzt unter anderem ein bisschen was gekocht. Ja, also meine Kochdinger sind voll. Und ja, ich habe so ein bisschen Bomben gesammelt. Ich habe ein bisschen diese Ägypto-Knochen wieder gesammelt. So ein bisschen Kleinkram habe ich halt quasi gemacht. Noch dazu habe ich jetzt meine Rüstung tatsächlich mal aufgewertet. Also Zeug, was halt letztendlich totales Gegrinde ist. Und ich dachte so, da muss ich jetzt nicht in 50 Videos nochmal reinpacken. Ich habe das jetzt mal außerhalb der Aufnahme gemacht und sonst nichts weiter gemacht. Ich habe allerdings einen Questgeber gefunden, den ich jetzt hier gerne mal ansprechen würde. Hallo. Ob es wohl stimmt? Oho, der forsche Reisende, sei gegrüßt. Willkommen hier im Stall der Ebene. Prächtig, die Pferdchen, oder? Haha. Apropos Stall. Ich habe mit dem Stallhüter dieses Stalls vorher noch nicht geredet. Habe dafür einen Stallpunkt bekommen. Und ich habe einen Stallpunkt bekommen, weil ich hier übernachtet habe. Ja. Also wir können uns gleich wieder eine Prämie abholen. Eigentlich waren sie ja früher mal in einem Stall im Gerudo-Tal zu Hause. Unten im Südwesten aber. Naja, der Kataklysmus hat im Gerudo-Tal einen gewaltigen Wetterwandel verursacht. Und sind dort Kälte und Hitze so extrem, dass die armen Tiere in Gefahr waren. Da habe ich mich ihrer angenommen. Ach, und Reisender, da fällt mir was ein. Hast du mal die schaurigen Gerüchte von Knochenpferden gehört? Die sollen jede Nacht oben im Sanidin-Park erscheinen. Der liegt von hier aus im Norden. Man muss nur der Straße folgen. Ob das wohl tote Tiere sind, die nicht von dieser Welt lassen können? Oder gar verwunschene Geschöpfe zur Welt gekommen in den dunklen Stunden des Kataklysmus? Oh, verzeih mir, wenn es um Schönes auf vier Hufen geht. Geh mit mir einfach die Pferde durch. Jedenfalls würde ich diese Knochenpferde unheimlich gerne einmal sehen, wenn es sich nicht um bloßen Sagenspuk handelt. Okay, also entweder wir machen ein Foto von oder wir reiten auf einem Ding daher. Der Sanidin-Park, der war doch tatsächlich hier irgendwo, ne? Genau, das war ja quasi die Region, wo wir dann damals Zeldas Pferd haben fangen können. Ich erinnere mich. So, einmal hier eine Stallprämie abholen. Ja. Ein Moment, ein Moment. Ja, ich mache ja schon. Ne, du machst ja schon. Ah. Ah, du möchtest also eine Prämie für deine Stallpunkte. Ah. Mit 16 Stallpunkten kannst du nun einen Ausstattungsservice für Pferde in Anspruch nehmen. Damit kannst du die Frisur oder Mähne deines Pferdes ändern. So ist dein Liebling immer bestmöglich herausgeputzt. Wenn du 4 Stallpunkte mehr sammelst, dann kannst du ein Pferd mehr bei uns registrieren. Ist das nicht toll? Oh ja, toll. Also kann ich jetzt sagen, hier, ich möchte ein Iro für mein Pferd. Ausstattung. Pferd abholen. Ja, mach mal die hier. Elena wird mitnehmen. Mähne frisieren. Was haben wir denn? Standardmähne, Langmähne, Kurzmähne. Ach, das ist doch ein toller Iro. Ein Dressurzopf, eine Flechtmähne, Langmähne, die hat Charlotte. Okay. Blütenmähne ist aber auch ganz toll für Elena, oder? Toll. Einfach toll. Ah. Oh. Ah. Ja, ja, ey. Das ist das Gefühl, die erzählen halt immer mehr. Na, was geht? Okay, ja, wir wollen jetzt kurz zum Sanidin-Park. Wir müssen dafür in die andere Richtung. Ja, ist richtig, ne? Ja. Ja, ich fühle mich wie zu Hause. Später, nicht jetzt. Achso, wir müssen auf Nacht warten. Mein Fehler. Wir haben jetzt 18:15. Dann warten wir mal bis abends. Bitte warten. Okay. Ja, ja, ich fühle mich wie zu Hause. Hier, geh mal auf den Weg, bitte. Danke.
So. Dann eben schnell zum Sanidin-Park. Oh Mensch, der braucht schon wieder Hilfe. Ich kann dir jetzt nicht helfen. Vielleicht später. So. Dann mal schauen. Mannhaller Brücke. Mannhaller Schwur. Ein Sternschnuppi! Ein Sternschnuppi! Den krieg ich nicht. Ist jetzt nicht mein Ziel, den krieg ich nicht. Wie schon gesagt, ich mag das einfach auf dem Pferd hier durch die Länder durchzustreifen. Schon noch nie, ne? Wo sind denn jetzt die Skelettpferde? Das ist kein Skelettpferd. Das ist ein Penner mit einem Elektrostab. Den können wir natürlich auch töten, ist gar kein Problem. Da sind Skelettpferde. Ach ja, ich habe ja keine Waffe mehr ausgerüstet. Warte mal, nehmen wir mal die hier. Über Zoom? So war Zoom. Da fährt. So. Aber nichtsdestotrotz können wir doch einfach mal hingehen. Vielleicht kann ich ja eins mitnehmen. Bitte warten. Vielleicht nochmal kurz umziehen. Ja, hier, so weit und so weit. Mal noch weniger Lärm. Und dem jetzt einfach zurück zu dem Stall. Den Typen zeigen. Vielleicht auch gucken, ob wir das registrieren können inzwischen. Ich glaube, im Vorgänger ging es, glaube ich, nicht. Wenn ein Skelett fährt, wäre einfach schon. Wäre schon cool. Dafür würde ich sogar Premium-Punkte sammeln. Umziehen auf dem Pferd ist auch einfach mal drin. Schön, wie diese Frisur uns bisher am meisten Rüstungspunkte gibt. Weil ich die halt schon jetzt ein bisschen aufwerten konnte. Als andere eher so, meh. Bitte warten. Vor Sonneneinbruch müssen wir noch zum Stall kommen. Können wir das schaffen? Ja, mal gucken. Ist auf jeden Fall, ne? Irgendwie. Gar nicht mal so störrisch, das Pferd. Wenn man sich bei anderen Pferden denkt, so, boah, tu doch mal normal. In die Skelettpferde. Ganz handsam. Beißen auch meistens nicht. Also, meistens. Nehmen wir auch einen Bären oder einen Fuchs. Ein bisschen so den Putin-Bär. Ich glaube, das kann ich nicht registrieren als gibt's überhaupt Bären? Ich weiß nicht. Da steht er immer noch mit seinem Schild. Auch wieder so eins auf einer Spitze. Ist ja ganz toll. Wo ist er denn hier mit seinem?
Einmal kurz gucken, ob ich registrieren darf. Was guckst du so? Seltsames Pferd. Findest du? Ich finde, das ist voll normal. Hi. Also solltest du nur ins Bett gehen. Willst du ein Pferd registrieren? Ich will eins registrieren. Ich darf ich Pferd abgeben? Ah. Achso. Ja, doch, auch das. Ah. Muss ich da jetzt nicht wieder hin und her düsen? Registrieren. Also Link, das ist mehr ein Monster als ein Pferd. Tut mir leid, aber ein solches Pferd sind wir nicht eingerichtet, fürchte ich. Schade. Ob es einen Stall gibt, der dafür eingerichtet ist? Ich hätte das schon irgendwie gern. Ich find's cool. Ein Knochenpferd. Dein komisches Pferd da, ist das einfach ein Knochenpferd? Ich werd verrückt, die Knochenpferde waren also doch kein Märchen, sondern Wesen aus Fleisch und, naja, eigentlich nur aus Knochen. Hey, du kündiges Prachtstück, brr, brr, sag doch mal. Bist du einsam? Hast du Lust, hier bei mir zu bleiben? Oho, viele Freunde hast du also, ja? Das freut mich aber sehr für dich. Reisender, ich bin dir unendlich dankbar, es zu sehen. Es zu sehen ist schon ein Freunde. Doch, dass es sich gar reiten lässt, wenn es Mutterseelen allein wäre und niemanden hätte, dann würde ich es bei mir aufnehmen, aber mir scheint, dass es irgendwo in finsteren Tiefen viele Freunde hat. Um mir keine Sorgen zu machen. Ja, für dich, als Dankeschön dafür, dass du mir dieses herrliche Tier gezeigt hast. Hui, das ist ja einmal nett. Achso, und als kleines Extra gebe ich dir noch einen Stellpunkt dazu. Bup, bup. Sammle fleißig Punkte, du kannst sie nämlich gegen tolle Preise eintauschen. Und nun, wo ich wahrlich wunschlos glücklich bin, kann ich ja... Stopp, eins noch, sag mal Reisender. Hast du jemals ein Tier gebändigt, das kein Pferd war? Als ich jung und stürmisch war, habe ich versucht, auf einem Bären aufzusitzen. Kein Scherz. Doch wie zu erwarten war, hat er mich abgeworfen und zwar in Karacho, mit Karacho. Mann, war das ein Flug. Aber eigentlich sollte es doch möglich sein, auf anderen Tieren außer Pferden zu reiten. Sollte ich je im Leben ein Reittier sehen, das kein Pferd ist, ach, ich wäre einfach unaussprechlich froh. Ich zeig dir gleich mal Motorrad. Die habe ich ja gar nicht. Ich habe keine Amiibos dafür. Egal. Gut. Was guckst denn du da hoch? Diese Frau, verrückt, dass sie von der Jägerbande war. Was wäre wohl passiert, wenn ich mit ihr gegangen wäre? Oh, jetzt habe ich meine Lektion gelernt. Okay, das war das. Okay. Dann helfen wir einmal ihm hier vorne. Gibt ja auch 20 Rubine und so. Kann man ja ruhig mal machen. So theoretisch. Praktisch sehen wir es gleich. Und die Chili-Dinger hier mitnehmen, Feuerfrüchte. Wer kann Chili? So, ich brauche das. Geht das so? Muss ja. Ups. Geht also nicht so. Okay. So. Und so. Gib doch so zur Seite. So, jetzt aber. Was ist mal los da? Alter, warum? Die Schilder sind einfach dumm. Dumm sind sie. Einfach dumm. Mann, wirklich. Hüpf.
So. Kollege. So, jetzt aber. Hallo. Hallo. Lass doch mal los. Kerzenkarte. Im Ernst? Steht halt wirklich unten da so blöd. Weil ich da nichts als Gegenstütze machen kann. Ist doch dumm. So dumm. So? Kerze gerade. Nee, das wird nichts. Natürlich kann ich das jetzt auch einfach mal ziehen. Da bringt er noch weniger. Ja, dann sieh zu, wie du dein Schild festhältst, ganz ehrlich. Manchmal ist mir das zu doof mit den Schildern da. So, ich habe gesehen, ja, ich bin an der Stelle auch gestorben. Im Spielposten. Das war dumm. Bin nämlich einfach nur hochgeflogen, mir die Gegend angeguckt und habe dann vergessen, ach ja, sollte vielleicht auch vernünftig landen. Blöd. Und dann. Nee, es gibt auch hier noch einen Questgeber. Und da würde ich gerne auch nochmal gucken, was hat der, die das für eine Quest? Man muss ja mal gucken. Hui. Wie viele Dinge haben wir eigentlich? Ach ja, ja, da können wir doch mal ein bisschen was eintauschen hier. Nein, ich habe keinen Schrein gemacht. Ich habe aber gesehen, wo Schreine sind. Nämlich in der Gerudo-Wüste, ganz hinten. Aber dazu später dann mehr. Wenn wir irgendwann nochmal einen sinnigen Grund haben, da in die Gerudo-Wüste zu gehen. Oder wenn ich mir denke, so, oh, dann lass nochmal ein paar Schreine machen. Deine Ecke, da ist so leer, da könnte es vielleicht ein paar Schreine geben. Oder wir wollen die Kugeln sammeln, die es dann noch gibt für die Gerudo-Dame. Da sind ja auch noch so ein paar. Wie lang wird die Leiste noch sein? Ja. Okay, das erste in der nächsten Reihe. Wupp, wupp. Okay. So, und zwar. Da. Tut mir leid. Wie, tut mir leid. Was ist ein Durchgang? War davor auch ein Durchgang? Ah,
Hier war es also. Dachte ich es mir doch, dass es einen geheimen Zugang gibt. Schließlich ist das hier der Schutzraum der königlichen Familie. Das heißt, dass am anderen Ende... Erzähl. Ach du bist... Ich habe schon mit der Welt abgeschlossen. Jetzt ist so staubig beim Putzen, bin ich dann mit dem Besen gegen die Wand gekommen und sie ist eingebrochen. Seitdem höre ich eine schaurige Stimme wie die eines Dämons aus diesem Loch hervordringen. Alle sagen, dass sie nichts hören können. Aber ich höre sie, ganz sicher. Bestimmt habe ich einen Dämon aufgeweckt und als ich das Loch in die Wand geschlagen habe. Und jetzt wird er meine Seele holen. Rubelo, Gratian, meine geliebte Familie. Leb wohl, für immer. Okay, dann gehen wir da mal rein, ne? Entdeckt, königliche Geheimnis. Hörst du meine Stimme? Bestimmt Gerudo. Gerudo. Krone. 100 pro. Im Brunnen gefallen. Viele meine Gegner. Ich bin hier. Mich also nicht vergessen. Du sprichst ja. Ist es denn möglich? Kannst du mich hören? Klar. Jetzt bin ich aber schon überrascht. Wofür betest du? Ein langes Leben? Wohlstand? Da bist du bei mir richtig. Ich bin eigentlich eine Gottheit des Lebens und der Stärke. Ich gewähre Leben gegen Geld. Keine große Sache, ist auch nichts dabei. Doch die Göttin Helia sah das anders. Und so strafte sie mich mit dieser erbarmungswidrigen Gestalt, einem Schatten meines früheren Selbst. Aber ich habe weiter mein Bestes gegeben. Und das war der feinen Göttin auch wieder nicht recht. Also hat sie mich an den Rand eines Dorfes verbannt. In Hateno. Dort wurde ich von Vögeln gepiesackt. Eine Zeit lang hing ich sogar kopfüber an einer Höhlendecke. Dann war ich auf den Grund eines Teichs, wo nur Fische vorbeigekommen sind. Und jetzt bin ich hier in dieser Ödnis. Man könnte direkt ins Grübeln kommen, was man falsch gemacht hat. Ob man nicht versuchen sollte, sich zu bessern. Aber nicht ich. Kein Stück. Ich habe lediglich gewartet. Auf jemanden wie dich, der mich versteht. Es ist ja schon eine Weile her, dass ich mit jemandem gesprochen habe, der kein Fisch war. So sollen wir uns dann mal ins Tauschen machen. Bleib ganz ruhig stehen und beweg dich jetzt nicht. Das war mein Herz. Hehe, ich habe eben nichts verlernt. Nikotin habe ich ohne Probleme aus dir herausoperiert. Pakt mit dem Dämon. Du. Ich bin zurück. Hehe, fühlst du dich ausgetrickst? Bitte dich, sieh dir mal das ganze Große an. Das große Ganze. Ich bin an einer langfristigen Geschäftsbeziehung interessiert. Da werde ich dich doch nicht übers Ohr hauen. Also, was darf sein? Ja, kann doch Ausdauer gebrauchen. Gib uns mal mein Herz. Exzellent, und jetzt halt still. Du wirkst misstrauisch, aber sei gänzlich unbesorgt. Die Macht des Geldes versetzt mich in die Lage, deine Container zu tauschen. Und das funktioniert so. Zuerst verkaufst du mir für 100 Rubine einen deiner Container. Willst du einen Container zurück, kostet dich das 120 Rubine. Dafür kannst du dir aber aussuchen, ob du von mir einen Herzcontainer oder einen Ausdauercontainer haben willst. Bete einfach hier zu mir, wenn du Container tauschen möchtest. Okay. Also ja, sie hat einen Dämon. Ne? Na ganz toll. Hab ich hier irgendwas in der Nähe hier? Ich will doch gucken, was da vielleicht noch so ist. Vielleicht gibt es ja noch mehr zu. Schreien oder so. Um alles. Immer Bomben. Können wir schon die Bomben reinjagen, oder?
wirklich nichts, kann das sein? Immer noch geht's irgendwo hin. Tatsächlich, es geht hier irgendwo hin. Bombenmarsch! Tipp nicht so da dran stehen. Na gut, dass ich ein paar Bomben im Untergrund gesammelt habe. Da geht das tatsächlich am schnellsten. Einfach entlang von irgendwelchen Bäumen. So. Das war so klar. Dann machen wir doch mal hier was dran. Nicht so Feuerstein. Feuerstein können wir mal mitnehmen. Man weiß ja nie. Rüstleuchtpilz. Proviantisches Feuer. Ach ja, stimmt, da war ja was. Das kommt vom vielen Kochen. Hatte ich nämlich auch vergessen beim Kochen so. Und dachte mir so, ja, dann kannst du jetzt ja mal irgendwie neues Zeug herstellen. Ja, dann so was. Habe ich vergessen, okay. Ich meine, ich habe ein bisschen was hergestellt. Aber ich denke mir so, ich habe Materialien für mehr. Ciao, Bomben. War schön mit euch. Oh, da ist ein Gegner. Oh, hi. So, ein Gegner ist da. Okay. Na, komm. Ja, verbrennst halt so ein bisschen. Und dann... ja, nehmen wir das. Soldatenschild. Ja, die Tasche ist voll. Mir dann egal. Da geht's ja noch weiter. Ach, hey. Wie groß ist denn hier der Untergrund? Oh, warte, was ist das? Ach, Steinsalz. Okay. Komm ich hier irgendwo speziell raus oder warum ist das hier? Eine schöne Sackgasse. Okay. Das ist da, wo wir waren, ne? Jo. Oh, Bombe. Die kommt mir gelegen. Ich habe jetzt ein paar verbraucht. Auch gar nicht warum. Wir müssen hier lang. Hier ist die Zelle von der Statue. Ich bin schon gefragt, ob diese Statue wieder ein Hateno sein wird, aber nein, sie ist tatsächlich hier. Leb wohl. Ah. Zur Strafe, dass ich die Wand zerbrochen habe, wird der Dämon meine Seele holen. Ja, ne, ciao. Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Was? Du warst in dem Loch? War doch wirklich ein Dämon? Und wird er mich holen? Mhm. Ach, eine Dämonenstatue ist da drin? So etwas habe ich schon einmal gehört. Soll ich dir erzählen, was ich über die Dämonenstatue weiß? Ja, erzähl. Eine Gottheit von Leben und Stärke, berührt von der Göttin Zorn. Im Untergang geweiht. Die Dämonenstatue ist also vermutlich diese Gottheit von Leben und Stärke. Jedenfalls stand die Statue wohl auf diesem Podest, als sie noch als Gottheit verehrt und angebetet wurde. Die Stimme, die ich gehört habe, war also die traurige Stimme der Dämonenstatue. Wenn die Göttin eine Gottheit ist, die gibt, dann war die Dämonenstatue gewiss eine Gottheit, die stets genommen hat. Ich denke mir, dass beide Gottheiten existieren mussten, damit sich die Macht der jeweils anderen manifestieren konnte. Dass ich ein Loch in die Wand geschlagen habe, war wohl Schicksal. Ich kann nicht hineingehen, aber ich werde weiterhin hier putzen. So werde ich der Dämonenstatue von hier aus meinen Respekt erweisen. Wunderbar. Hier, das ist für dich. Okay. Für mich.
Da ist Rubelos Budget für nächsten Monat. Aber ich gebe es dir. Danke, dass du mir all meine Sorgen genommen hast. Jetzt kann ich wieder beruhigt an die Arbeit gehen. Mehr kriegt der arme Rubelo nicht. So, dann habe ich jetzt alles erledigt, was ich jetzt so in der Zeit außerhalb herausgefunden habe. Es gibt doch noch was da. Aber da komme ich doch jetzt noch nicht hin, ne? Muss es ja hier eine Ecke tiefer gehen und dann quasi den Weg zurück. Ich glaube, den Weg gibt es hier nicht. Also hier lässt sich auch nichts zerstören. Dann werden wir irgendwann anderes Mal herausfinden, was es mit dem Kanal auf sich hat. Jedenfalls können wir dann in der nächsten Folge dann hier weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und ja, dann gucken wir mal, wohin uns unsere Wege dann so führen werden in Tirone. Weiter auf, ne? Wir haben die Dongos gefunden. Wir haben Döns gemacht. Wir sollen von Farotra, glaube ich, eine Klaue holen. Nein, nicht. Ja. Die Quests hier haben wir soweit erledigt, würde ich sagen. Na gut, dann geht's dann halt in der nächsten Folge weiter an die Erkundung in diese Richtung. Aber, wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.